Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe mir heute überlegt, wir teilen die Yogastunde mal in zwei Teile ein. Ein bisschen Yin und ein bisschen Yang. Das heißt, nur damit du weißt, worum es heute geht. Wir wollen jetzt in der ersten halben Stunde ein bisschen aufwärmen, ein bisschen ins Schwitzen kommen, ein bisschen was für unsere Mitte tun, ein bisschen unser Herz öffnen. Und im zweiten Teil geht es dann ein bisschen um Flexibilität, Mobilität und ein bisschen Yin. Das bedeutet, wir halten die Position etwas länger und stretchen. Und du kannst wunderbar alles an einem Stück machen oder auch gerne den ersten Teil heute und den zweiten Teil vielleicht mal später am Abend, wenn du dich dehnen möchtest, je nachdem, wie es dir gefällt. Also zweiter Teil ein bisschen was für die Mitte. Aber setz dich jetzt erstmal hin in einen aufrechten Sitz. Gerne auf einen Block oder auf ein Kissen. Und komm hier aber in den Schneidersitz. Und dann schließen wir erstmal unsere Augen, versuchen hier und jetzt anzukommen. Und pendel dich gerne von vorne nach hinten einmal ein bisschen ein, dass dein Schultergurt über dein Becken ankommt. Gerne auch ein bisschen zur Seite schwingen. Und zieh die Schultern einmal hoch zu den Ohren. Und nach hinten unten. Du kannst die Handflächen gerne einmal nach oben öffnen oder nach unten schwassen lassen, wie du magst. Und öffne deinen Mund leicht. Die Augen sind geschlossen, der Blick leicht nach unten geneigt, der Nacken lang. Und von hier finden wir unseren Atem. Wir atmen lang. Die Nase ein, durch den Mund aus. Tief einatmen. Mund aus. Versuch wirklich, deinen Atem in die Länge zu ziehen, dein Lungenvolumen mal voll auszuschöpfen. Sehr schön. Und dann lass deinen Atem jetzt ganz natürlich fließen. Entspann dein Gesicht und atme gleichmäßig ein und aus. Fühl den Boden unter dir. Und lass deine Augen geschlossen. Nächsten Einatmung. Komm langsam wieder zurück, wo auch immer deine Gedanken gerade waren. Und bring die Hände langsam vor dein Herz. Senk deinen Blick und setz eine Intention vielleicht für diese Stunde. Die Sonnen- und die Mondenergie ein bisschen in den Einklang zu bringen, die Balance zu finden. Zwischen Anstrengung und Entspannung. Zu wissen, wann du Power geben kannst, durchziehen kannst. Und aber auch einzusehen, wann Zeit ist, zur Ruhe zu kommen. Sehr schön. Dann fangen wir an, unsere Handflächen aneinander zu reiben. Wir wollen, dass Wärme entsteht. Und dann leg die Handflächen gerne auf, deine Augen, blinzel deine Augen auf, sehr gut. Falls ihr euch fragt, warum ich gerade aus dem Raum gegangen bin, ich hatte keine Uhr bei mir.
Und dann lass uns unsere Schultern aufwärmen. Wir ziehen die Schultern hoch und nach hinten unten kreisen. Sehr schön. Und dann machen wir die Kreise größer, nehmen die Arme dazu. Und machen ganz große Kreise mit den Armen. Lassen unsere Schultern richtig schön nach hinten kreisen und aufwärmen. Schön. Und dann werden wir langsam ein bisschen schneller. Mir knackt das. Strecken auch unsere Hände von uns weg. Und dann werden wir kleiner. Der Bauch ist schon mal fest. Und wir versuchen ganz schnelle kleine Kreise zu machen. Unseren Oberkörper langsamer aufzuwärmen. Und streck die Arme noch weiter von dir weg, ganz schneller. Sehr gut. Und dann machen wir langsam Kreise nach vorne. Erstmal große Kreise. Und dann werden die Kreise kleiner, 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 kleiner. Und ganz klein und schnell, streck die Arme von dir weg. Und noch ein bisschen. Sehr schön. Und mit der nächsten Einatmung ziehen wir unsere Arme nach oben. Und mit der Ausatmung kommen wir in einen Twist über die rechte Seite. Einatmen, wir ziehen uns lang nach oben. Und ausatmen über die linke Seite. Einatmen, heben. Und ausatmen, Twist nach rechts. Einatmen, hoch. Lang ziehen und ausatmen, Twist nach rechts. Einatmen, heben. Und dann kommen wir einmal in den Vierfüßlerstand, schieben unsere Sitzecke weg. Kommen in den Vierfüßlerstand und finden hier dann einmal unsere Katze und Kuh, um unseren Oberkörper aufzuwärmen. Die Handflächen kommen unter unsere Schultern, einatmen. Wir schieben das Brustbein nach vorne, öffnen unser Herz. Ausatmen, der Nabel zieht zur Wirbelsäule, wir drücken uns aus der Matte raus. Einatmen, nach vorne. Ausatmen. Sehr gut. Einatmen, nach vorne kommen. Ausatmen. Und dann kommen wir in die neutrale Position. Wir wollen unsere Mitte aktivieren. Wir ziehen das linke Bein nach hinten raus, als wenn wir eine Wand wegschieben. Der rechte Arm kommt dazu. Wir ziehen uns ganz lang, atmen ein. Ausatmen, Knie und Ellenbogen treffen sich. Einatmen, weit öffnen. Strecken und ausatmen, runter. Einatmen, öffnen. Und ausatmen, runter. Einatmen, noch einmal weit strecken. Ausatmen, Hand und Knie finden den Boden. Und mit der nächsten Einatmung schieben wir dann unser rechtes Bein nach hinten raus. Nur so auf Hüfthöhe, sehr gut. Linker Arm kommt dazu, wir atmen tief ein. Ausatmen, wir machen uns rund. Einatmen, lang strecken. Ausatmen, rund. Einatmen, weg, strecken. Und noch einmal ausatmen, rund werden. Und mit der nächsten Einatmung nochmal strecken, ganz lang machen. Ausatmen, Hand und Knie im Boden. Sehr gut. Mit der nächsten Einatmung bringen wir unsere Füße auf den Boden. Drücken uns aus den Schultern raus und aktivieren einmal die Mitte. Ziehen die Knie 1 cm vom Boden weg. 5, 4, 3, 2, 1. Absetzen, wir schieben das Gesäß nach hinten und finden dann unseren ersten herabschauenden Hund. Beug deine Beine nach Ringlänge in deinem Rücken. Tief einatmen, ausatmen, schieb die Matte noch weiter nach vorne weg. Sehr schön. Tief ein und aus. Einatmen, wir kommen Schritt für Schritt nach vorne. Stellen uns hüftbreit auf. Und hängen uns aus. Unsere erste Vorwärtsbeuge, Uttanasana. Greifen unsere Hände. Hier die Ellenbogen, rechts und links. Und dann schwingen wir von Seite zu Seite. Spüren in unsere Rückseite. Lass auch nochmal den Kopf ein bisschen ganz locker hier. Schwingen aus. Von rechts nach links. Sehr gut. Und von hier lassen wir uns hängen. Schließen die Augen, beugen die Beine. Und rollen uns Wirbel für Wirbel nach oben auf. Nehmen die Schulter nochmal mit zu den Ohren und stecken dann die Schulterblätter hinten in die Hosentaschen, sag ich immer. Super, wir finden Tadasana, die Ausgangsposition für unseren Sonnengruß. Hüftbreiter Stand, erde dich hier, die Hüfte.
kommt etwas nach vorne und unsere Schultern rollen nochmal nach hinten unten. Und dann mit Hilfe der aktiven Hände ziehen wir unsere Schultern weit von den Ohren weg. Mach hier richtig Platz. Sehr gut, der Nabel zieht zur Wirbelsäule. Und von hier atmen wir ein. Nach oben leichte Rückbeuge, öffne dein Herz. Ausatmen, Beine beugen. Wir kommen in die Vorwärtsbeuge, Uttanasana. Einatmen, streck deine Beine. Wir kommen hoch in die halbe Vorwärtsbeuge. So weit hochkommen, dass du deinen Rücken richtig schön gerade hast. Wir atmen nochmal hier ein. Und ausatmen, Beine beugen. Die Hände finden den Boden. Großer Schritt mit rechts und links nach hinten. Herabschauen nach unten. Wir fließen durch unser erstes Vinyasa. Wir rollen ab, nach vorne auf, Wirbel für Wirbel. Ausatmen, Knie, Brust und Kinn finden den Boden. Einatmen, wir erden die Hüfte und öffnen unser Herz für viel Energie. Frisch und positiv, atmen nochmal tief ein. Und mit der Ausatmung schieben wir uns nach hinten, über die Knie. Wir treffen uns im Herabschauen und einatmen, die Knie beugen, großer Schritt nach vorne, mit rechts und links in die halbe Vorwärtsbeuge. Bring deine Hände ruhig auf die Oberschenkel, wenn du hier oben die Schultern schön zusammenbringst, ist das dann deine Position. Atme hier nochmal tief ein, ausatmen, Beine beugen, wir finden unsere Vorwärtsbeuge, Uttanasana. Und mit der nächsten Einatmung bringen wir Länge in den Rücken und kommen über die Seite nach oben. Blick folgt den Händen, öffne dein Herz nach oben. Ausatmen, Hände vors Herz und einatmen, Tadasana. Wir wärmen uns weiter auf, einatmen noch eine Runde, einatmen nach oben, ausatmen, Vorwärtsbeuge, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, gerade Rücken, ausatmen, die Hände erden, großer Schritt mit links und rechts, wir finden unseren Herabschauen, atmen hier einmal tief ein und aus. Einatmen, wir rollen uns Wirbel für Wirbel nach vorne. Ausatmen, Knie, Brust und Kinn finden den Boden. Einatmen, Babykobra. Und ausatmen, wir finden den herabschauenden Hund. Einatmen, wir beugen die Beine und machen einen großen Schritt mit links und rechts nach vorne. Halbe Vorwärtsbeuge. Und ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge. Einatmen, wir kommen über die Seite nach oben. Der Blick folgt den Händen. Und ausatmen, Hände. Einatmen, Tadasana. Wir bringen ein paar Variationen in den Flow. Einatmen, die Arme kommen über die Seite nach oben. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Uttanasana. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Und ausatmen, die Hände erden. Wir machen einen großen Schritt mit rechts und links nach hinten. Herabschauen nach unten. Von hier rollen wir uns Wirbel für Wirbel nach vorne. Und atmen dann hier einmal tief ein in der schiefen Ebene und aus. Einatmen, wir öffnen, drehen uns auf die rechte Seite. Der linke Arm kommt nach oben. Bring deine Hände entweder voreinander oder nebeneinander in dieser seitlichen Plank. Drück dich aus der rechten Schulter raus, die Hüfte von hier unten hochschieben. Du kannst hier mal reingreifen. Hier ist ordentlich Spannung auf der Seite. Tief einatmen und halten für 3, 2, 1 und wir wechseln, atmen einmal tief ein hier in der schiefen Ebene und ausatmen, wechsel auf die andere Seite. Hier halten und die Hüfte noch etwas höher nehmen, sehr gut. Spannung im ganzen Körper bis hoch in die Hand. Wir halten für 3, 2, 1 und wechseln. Wir kommen hier in die Mitte. Atmen nochmal tief ein und mit der Ausatmung setzen wir Knie, Brust und Kinn ab. Einmal und wir kommen in die Babykobra und bleiben einmal hier. Wir versuchen unsere Hände hinterm Rücken zu verschränken, unsere Schultern rollen zurück. Tief einatmen hier und vielleicht noch etwas weiter hochkommen. Achte auf deinen Nacken, du hast schön langen Blick gesenkt. Drück deine Füße weit in die Matte, die Knie heben von der Matte ab. Dann atme nochmal ein, versuch dich nochmal hochzuziehen, aus der Kraft des Rückens. Und ausatmen, die Hände finden den Boden, die Füße stellen auf. Einatmen, drück dich hoch. Ausatmen, wir finden alle unseren herabschauenden Ort. Super. Einatmen, wir heben unser rechtes Bein nach hinten oben und kreisen hier einmal von
Boden der Hüfte, malen mit unserem rechten Fuß ein paar Kreise in die Luft, andere Richtung. Sehr gut. Und dann atmen wir hier ein, ausatmen, wir ziehen das Knie nach vorne und machen einen sanften Schritt nach vorne zwischen unsere Hände. Einatmen, wir kommen nach oben, High Lunge. Beug erstmal das hintere Bein und deine Hüfte ist nach vorne geschlossen. Wir atmen hier ein und aus. Wir setzen etwas tiefer im hinteren Knie. Einatmen, heben und ausatmen. Das Knie fast absetzen. Einatmen, heben, ausatmen. Die Hände ziehen die Fäuste nach unten. Noch einmal einatmen, heben und ausatmen. Nach unten absetzen. Einatmen, heben. Mit der Ausatmung umrahmen wir den vorderen Fuß und schieben uns nach hinten herab, schauender Hund. Wir fließen durch einen Vinyasa. Dafür rollen wir uns Wirbel für Wirbel nach vorne. Und dann setzt gerne in der ganzen schiefen Ebene ab, Chaturanga. Oder setz hier deine Knie ab, verlagere das Gewicht nach vorne und zieh mal nur hier die Ellenbogen nach hinten, bis du im rechten Winkel Ober- und Unterarm bist. Streck von hier dann gerne deine Arme. Dann heraufschauenden Hund auf den Knie oder drückt die Füße noch zusätzlich in die Matte, heraufschauender Hund. Atme tief ein in deiner Rückbeuge, öffne dein Herz und mit der Ausatmung schieben wir uns nach hinten, heraufschauender Hund. Atme ein, streck dein linkes Bein nach hinten raus und drehe hier einmal schön aus der Hüfte in beide Richtungen. Und dann einatmen, langes Bein, ausatmen, großer Schritt nach vorne. Knie ist über der Fessel, wir atmen ein in unseren High Lunge. Immer noch Knie über Fessel, die Hüfte ist geschlossen nach vorne. Geschlossen heißt, dass die Hüften noch parallel zur kurzen Seite der Matte sind. Wir atmen ein, ziehen uns lang nach oben und aus, die Hände ballen sich zu Fäusten, ziehen die Ellenbogen neben den Körper und setzen das hintere Knie fast ab. Einatmen, heben, hinteres Bein streckt, ausatmen, absenken. Einatmen, hoch und ausatmen, absenken. Noch einmal so, einatmen, heben, ausatmen, tief. Und dann einatmen, heben und mit der Ausatmung bringen die Hände nach unten. Einatmen, wir drücken uns zurück, ausatmen, herabschauen, nach unten. Und dann fließen wir hier nach vorne in die schiefe Ebene und halten hier kurz. Drück dich aus den Schultern raus, schieb die Fersen nach hinten und dann halten wir hier für 5, 4, 3, aktiviere deinen Nabel, 2, 1. Sehr gut. Leg einmal deine Knie ab, schieb dich nach hinten in die Stelle des Kindes und mach dich ganz lang. Sehr schön. Und dann stellen die Füße wieder auf, atmen ein und aus. Herabschauen und die Beine beugen. Wir machen einen großen Schritt mit rechts und links nach vorne. Halbe Vorwärtsbeuge. Und dann ausatmen, ganz Vorwärtsbeuge. Einatmen, wir kommen einmal über die Seite nach oben. Und ausatmen, Hände vors Herz. Und jetzt wollen wir hier einmal auf die Zehenspitzen kommen. Wir atmen ein, kommen auf die Zehenspitzen, ziehen uns ganz leicht nach oben, öffnen unser Herz nach vorne, aktivieren den ganzen Körper. Und noch ein bisschen höher kommen. Wenn deine Fesseln wackeln, ist es gut. Stabilität. Ausatmen, Hände vors Herz. Und dieses Mal bringen wir unsere Füße ganz zusammen, auch die Knie drücken zusammen, die Oberschenkel zusammen. Wir atmen einmal ein und setzen uns nach hinten ab in den Stuhl. Sehr gut. Die Hände ziehen nach hinten, die Daumen ziehen nach hinten. Und jetzt pass auf, dass du hier nicht dich einfach absetzt wie aufs Klo, sondern dein Becken kippt. Dann musst du wahrscheinlich wieder etwas höher kommen. Ich zeige das nochmal. Kein Entenpo, sondern dein Steißbein ist schwer. Sehr gut. Und du solltest auch deine Fußspitzen wählen. Und jetzt die Arme hier nicht hängen lassen, sondern die Daumen ziehen weit nach hinten. Und dann ziehen in der Ausatmung noch die Schultern weg von den Ohren. Tief einatmen und aus. Tief ein
Und ausatmen. Wir greifen hinten hinter, verschränken unsere Hände, strecken unsere Beine und beugen uns nach vorne in die Vorwärtsbeuge. Uttanasana. Sehr gut. Und von hier lassen wir die Hände los, drücken die Knie nochmal da ab und kommen noch einmal in den Stuhl. Kipp dein Becken von hier nach vorne. Sehr gut. Tief einatmen, der Bauch ist fest. Und dann kommen wir hier einmal auf die Zehenspitzen. Sehr gut. Halten. Und von hier versuchen wir vorsichtig nach unten zu kommen. Noch auf Zehenspitzen. Konzentration. Und von hier bring die Hände neben dich. Wir laufen langsam nach hinten. Und legen uns ab. Wir nehmen die Knie mit. Ziehen sie an. Super. Und dann von hier einmal den Po etwas höher bringen, die Beine strecken. Flex hier einmal deine Füße, der Nabel sitzt zur Wirbelsäule. Wir machen noch ein bisschen was für unser Feuerchakra, das Manipura-Chakra, das sitzt in der Mitte. Ihr ahnt es vielleicht schon. Wir atmen ein und aus. Und dann atmen wir ein, lassen unser rechtes Bein absinken. Ausatmen, wir heben. Einatmen, linkes Bein absenken, aber nicht ablegen. Einatmen, heben. Und senken. Heben. Links absenken. Und heben. Dieses Mal drücken wir die Fesseln zusammen. Und wir versuchen jetzt hier die Füße zu flexen und wirklich die Füße weit wegzuschieben. Und dann lassen wir langsam beide Beine sinken. Achte darauf, dass dein unterer Rücken in den Boden drückt, die ganze Zeit. Sonst komm nicht ganz so tief mit den Beinen. Und ausatmen, heben. Einatmen, senken. Ausatmen, heben. Einatmen, senken. Und ausatmen, heben. Einatmen. Und ausatmen. Beim letzten Mal machen wir einen fünfer Schritt. Wir atmen aus in 5, 4, 3, 2, 1. Wir halten hier für 5, 4, 3, 2, 1. Und lassen einmal absenken. Sehr schön. Ziehen wir hier die Knie ran. Und dann können wir von hier rollen wir uns nach vorne und entweder machst du das in kleinen Schritten. Du kannst aber auch versuchen, dich von hier in die Position, aus der wir gekommen sind, reinzubringen. Das heißt, wir wollen auf den Füßen im Stuhl landen. Du kannst hierher kommen und dann auch die Zehenspitzen und dann langsam hoch in den Stuhl und die Hacken absetzen. Oder du kommst ganz sanft erstmal nach vorne, kommst dann langsam in den Stand. Wir treffen uns im Stuhl. Sehr schön. Von hier atme tief ein, ausatmen, setz etwas tiefer, die Arme ziehen mit der Einatmung noch ein bisschen weiter nach hinten und dann verschränken wir wieder unsere Hände hinter uns, öffnen unser Herz, einatmen, ausatmen, die Beine strecken und wir verneigen uns nach vorne in die Vorwärtsbeuge. Von hier beug einmal deine Beine, find mit deinen Händen den Boden und dann mach einen großen Schritt mit rechts und links nach hinten herabschauen. Wir fließen durch unser letztes Vinyasa. Wir atmen ein, rollen Wirbel für Wirbel nach vorne. Ausatmen, Knie, Brust und Kinn finden den Boden. Und dann einatmen, wir kommen in die Babykobra. Und ausatmen, die Stirn findet hier einmal den Boden. Wir bleiben auf dem Bauch liegen. Und zu guter Letzt kräftigen wir noch einmal unsere Rückseite im Super Yogi. Wir strecken also einmal unsere Arme nach vorne und unsere Beine nach hinten. Unser Kopf ist ganz lang, unser Nacken gestreckt. Und mit der nächsten Einatmung ziehen wir die Arme und Beine von uns weg, nach vorne und hinten. Wir werden also auseinandergezogen und gleichzeitig nach oben. Die Einatmung zieht uns weit hoch. Die Ausatmung kippt uns vielleicht ein bisschen runter. Die Einatmung zieht uns wieder hoch. Ausatmen, wieder etwas runter. Und mit der Einatmung wieder hoch. So weit hoch, wie es geht. Und hier halten. Für 5, 4, 3, 2, 1. Ausatmen und ablegen.
Und dann schüttel dein Becken von rechts nach links. Sehr schön. Dann kommen wir noch in einen kleinen Herzöffner. Sehr gut für Schreibtischschultern, sag ich manchmal. Wir kommen hier einmal auf die Unterarme, stellen die parallel auf. Die Ellenbogen kommen unter die Schultern, die Hände sind parallel. Die Hüfte legt ab, wir wollen in die Swings kommen. Die kennst du wahrscheinlich auch schon. Achte darauf, dass dein Bauch jetzt hier nicht so aufgebläht abliegt, sondern ziehe den Nabel zur Wirbelsäule, als wenn ein Ei unter deinem Bauch liegt. Und dann arbeiten wir hier gegen die Schwerkraft. Wir drücken die Ellenbogen in den Boden. Und wir ziehen die Hände zu uns heran, um unser Brustbein aufzurichten und nach vorne zu schieben. Du kannst dir vorstellen, dass du mit den Fingerspitzen in die Matte drückst und die Matte zu dir ziehst. Und dann kommt hier dieser Impuls, dass du dich noch weiter aufrichten kannst. Arbeite dagegen. Öffne dein Herz. Einatmen, frische Energie. Ausatmen, zieh die Schultern weit weg von den Ohren. Tief einatmen. Und aus. Tief ein. Und aus. Der Blick ist ganz stolz nach vorne gerichtet, ohne hier zu sehr an den Nacken zu gehen. Der Bauch ist schön fest. Und komm mit jeder Einatmung, schiebst du dein Brustbein noch weiter nach vorne. Einatmen hier. Und dann, wer möchte, kann gerne auch in die ganze Cobra kommen. Der Bauch ist schön fest und du versuchst deine Ellenbogen ganz langsam und sanft vielleicht anzuheben. Aber ganz vorsichtig mit deinem unteren Rücken, bitte nicht hier in den Schultern hängen. Nur wenn du es schon mal gemacht hast, ich bin gerade nicht vor Ort, um das zu korrigieren, bleib sonst gerne auf deinem Ellenbogen. Und dann atme hier nochmal tief ein in diese schöne Rückbeuge. Und ausatmen, finde deinen Weg nach unten, drück dich nach oben und schieb dein Gesäß nach hinten, in Balasana, in die Stellung des Kindes. Und dann nutze hier die Zeit zu verschnaufen. Der Yang-Teil, das bedeutet, wir haben die Sonnenenergie gerade aktiviert in uns, neigt sich jetzt dem Ende, das heißt, du kannst deine Atem etwas beruhigen. Kannst diese erste Sequenz immer gut benutzen, um dich auch aufzuwärmen für ein Workout, um morgens direkt in Schwung zu kommen, dich zu aktivieren. Und dann kommt jetzt gleich der zweite Teil, der Yin-Teil. Das dafür da, dich ein bisschen zu erden, deine Gedanken zu beruhigen. Deine Muskeln sanft zu dehnen und zu stretchen. Finde erstmal deinen Atem wieder. Atme tief und gleichmäßig ein und aus. Spüre, wie die Bauchdecke sich in den Oberschenkel schiebt und den unteren Rücken gedehnt wird. Schließ deine Augen und öffne deinen Mund leicht. Das ist eine sehr beruhigende Asana. Deinen Geist ein bisschen abkühlen kann, runterbringen kann, dir aber gleichzeitig auch deinen Rücken dehnt. Du kannst auch die Variante wählen, die Knie hier etwas zusammenzulegen, den Kopf ablegen und dann die Handrückseiten aufzulegen. Dadurch hast du hier noch etwas mehr Runden im unteren Rücken. Deine Schultern fallen ganz locker nach außen. Spüre einmal rein, nimm nur noch drei tiefe Atemzüge.